Na, hast du schon mal Oreo-Popcorn aus Holland gegessen? Heute werde ich dir zeigen, wie man sie selber macht. Hey ihr Lieben, Tommy ist wieder da. Ich hatte meinen Daumen verstaucht und er war ganz dick. Jetzt geht's wieder. Und meinem Finger geht's auch wieder gut, also kann ich wieder Videos für euch produzieren. Cool, ne? Ich habe mir Mikrowellen-Popcorn gekauft. Welche ihr kauft, ist ganz egal. Am Ende brauchen wir Popcorn. Dann brauchen wir eine ganze Packung Oreo. Und ein Stück Butter, wovon wir nur 50 Gramm brauchen. Okay ihr Lieben, pusht mein Video, lasst mir einen Daumen da, Dankeschön und viel Spaß. So macht man ganz einfach Popcorn, reinlegen und ein paar Minuten mikrowellisieren lassen. Ich finde das total praktisch, keine Pfanne, kein Öl, kein langes Warten, alles passiert von selbst. So, das Popcorn ist fertig. Schaut euch mal das fette Paket an, du Fettsack. Die safen wir erstmal in der Schüssel. Und dann geht's auch schon weiter. Jetzt müssen wir von allen Oreos die weiße Creme abkratzen. Ja, das ist ein bisschen Fummelarbeit, aber nach 5 Minuten haben wir es geschafft. Nun haben wir einen fetten Haufen Oreo-Creme. Ich habe die Kekse in einem Gefrierbeutel getan, so kann man sie gut zerkleinern, ohne viel rumzusauen. Ich zerbreche die Kekse erstmal grob mit meinen Händen. Danach kann man den Rest mit einem Teigroller oder mit so einer Stange, wie ich sie habe, zerbröseln. Das geht ganz gut. Ich habe das jetzt so lange gemacht, bis es wirklich fast nur noch Pulver ist. Im nächsten Schritt schmelzen wir das Stück Butter und die Creme-Mischung auf kleinster Stufe zusammen ein. Dann begießen wir das Popcorn mit der Mischung. Schön verteilen und umrühren. Jetzt klebt das ganze Popcorn und wir können das Pulver draufschütten. Nicht gleich alles drauf kippen, bei der Hälfte nochmal ordentlich mischen, macht das in 2 Schritten wie gezeigt. Und fertig sind unsere selbstgemachten Oreo-Popcorn. Die sehen Hammer aus, oder? Glaubt mir, die schmecken auch Hammer. Die kommen jetzt in die Tüte rein. Und schon habe ich wieder eine volle Tüte Oreo-Popcorn. Wenn ihr das Video seht, ist sie bestimmt schon wieder leer. Naja, ich weiß ja, wie man sie wieder voll bekommt. Meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und das Video natürlich auch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn du noch kein Abonnent von TommyTV bist, dann abonniere doch kostenlos und du hörst sehr bald wieder von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tommy hat euch lieb.